Deutsche Städte erraten. Los geht's. Es sind also auch Städte dabei, die 40.000 bis 70.000 Einwohner haben. Eine schweizerische Stadt ist auch dabei. Das wird also ein bisschen schwieriger. Nummer 1. Okay. Was ist das für eine Stadt? Welche Stadt ist das? Okay, wir versuchen das zu überlegen. Gras, plus Badewanne, Grasbaden, Baden, Baden. Wiesbaden, Wiesbaden, Wiesbaden. Hast du es erraten? Es ist die Landeshauptstadt von Hessen, Wiesbaden. Ich sag's euch, ich bin drauf. Wiesbaden hat 377.000 Einwohner. Wie sieht's mit dieser Stadt aus? Rosenhausen. Rosenheim, ey! Rosenheim. Ist es in Bayern? Ich weiß es nicht. Irgendwo im Süden. Bist du drauf gekommen? Es ist das bayerische Rosenheim. Bayerisch, so. Rosenheim hat 62.000 Einwohner. Nummer 3. Erkennst du auch diese Stadt? Nein, da muss ich pausieren. Türburg. Offenburg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, was geht jetzt ab? Es ist das baden-württembergische Offenburg. Alter Junge! Offenburg hat 58.000 Einwohner. Ich bin's einfach. Kilometer von Freiburg entfernt. Wie sieht's mit dieser Stadt aus? Oh Gott. Burg. Feuer. Asche. Nein. Wenn das Preisschild verbrannt wird. Hä? Okay, also wir versuchen das jetzt logisch zu erschließen. Wir haben ein Preisschild. Wir haben eine Flamme. Preis Flammenburg. Ich sag mal Neu-Flammenburg. Keine Ahnung. Vielleicht ist es die schweizerische oder österreichische Stadt, die hier auch mit dabei ist. Hast du es erraten? Es ist eine Stadt aus Mecklenburg. Neubrandenburg. Aber ich hatte Neuenburg richtig, was nicht so nicht schwer ist. Kannst du auch diese Stadt erkennen? Siegburg. Es ist Siegburg. Klar, ob das eine Stadt ist. Bist du drauf gekommen? Es ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Siegburg. Ich habe noch nie von Siegburg gehört. Ja, okay. Und ist 30 Kilometer von Köln entfernt. Was ist das für eine Stadt? Was? What the f... Bärtiger Mann, Mikrofon, Musiknoten. Bad Singen. Es ist eine Stadt in Baden-Württemberg. Singen! Einfach nur singen! 47.000 Einwohner und liegt an der deutsch-schweizerischen Grenze. Einfach nur singen? Alter! Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann abonniert gerne meinen Kanal, liked dieses Video, schreibt mir gerne auch Ideen für neue Videos in die Kommentare. Weiter geht's. Nummer 7. Erkennst du auch diese Stadt? Straßburg. So, zack, Frankreich. Hast du es erraten? Es ist eine Stadt in Frankreich. Straßburg. Yes, sir. Straßburg gehörte eine Zeit lang zu Deutschland. Yes, sir. Und hat 277.000 Einwohner. Mhm. Was ist das für eine Stadt? Wellenbusch. Das ist bestimmt so ein kleines Kaff. Welle... Baumbusch, Blätter, Wellenbusch. Muss Wellenbusch sein. Es muss irgendwas Simples sein. Wenn das gerade eben Singen war, dann muss das hier Wellenbusch sein. Hast du eine Idee? Es ist das nordrhein-westfälische Meerbusch. Meerbusch hat 54.000 Einwohner. Ach komm! Direkt neben Düsseldorf. Wie sieht's mit dieser Stadt aus? Hä? Ja, eine verschiedene Haarfarben. Hast du's erkannt? Es ist eine Stadt in der Schweiz, namens Frau... Oh mein Gott! Ich hätte es wissen müssen. Das ist auch immer dieses krasse Festival mit diesen ganzen Rappern und Artists und so weiter. Frauenfeld, Alter, hätte ich drauf kommen müssen. Ich dachte hier irgendwas mit Farben, verschiedene Haarfarben, verschiedene... ja, aber es sind doch alles Frauen. Also es ist doch... Wie heißt diese Stadt? Bergschlittfall. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast du es erkannt? Nein. Es ist das nordrhein-westfälische Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach hat ein... Die letzte Stadt ist etwas schwieriger, denn es handelt sich um eine Stadt in Österreich, die viele von euch wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Aber vielleicht kommst du trotzdem auf... Feldkirchen. Feldkirchen, ja. Feldkirchen. Hast du eine Idee? Es ist Feldkirch. Feldkirch hat 32.000... Das kann mir auch keiner erzählen. Feldkirchen und Feldkirch. Hättest du der halbe Kirche machen müssen, dann hätte ich erraten, dass es Feldkirch ist. Das waren also die Städte, die wir durch Emojis erraten mussten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.